So, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Deutsche BFMP 2020 Multiplayer. Heute sind wir zu viert mit Daniel, mit Legends und mit Elite. Hallo? Hallo. Hallo. Und zwar, wie ihr sehen könnt, haben wir eine neue Karte wieder reingeladen. Das ist die Winterkarte von damals gewesen, die ich mal erstellt hatte. Und im Weihnachtsfeeling dachte ich mir, ja komm, mach mal eine Winterkarte rein, damit ihr auch so ein bisschen Weihnachtsstimmung bekommt. Ich allerdings habe die im Moment noch nicht, weil jedes Jahr ist Weihnachten. Ist nichts Besonderes mehr, meine Meinung. Was sagt ihr dazu? Ja, ist Ansichtssache. Ist schon was anderes, aber ist ja genauso wie Geburtstag. Ist auch nur einmal im Jahr. Ja. Kann man eigentlich sagen, schon wieder. Nicht nur. So. Ja. Ich brauch's weiter. Weiter. Oh, sorry, mein Fehler. Mach ich mit der BF. FF5 und 6 hattest du noch, ne? Ich hatte FF5 und 6, genau. Okay. Weiter. Das muss schneller passieren. So. Das passt alles. Das passt. So. So, gucken wir uns mal das Waldkrankenhaus an. 3 intensiv, 10 normal. Haben alle durchgeladen oder braucht jemand noch was weiter? Ist alles durch. Bin fertig. Okay. Guti. Dann wünsche ich euch auf jeden Fall, wir haben jetzt alle initialisiert, viel Spaß beim Zuschauen. Ich bin mal gespannt, ob noch sehr, sehr gute Einsätze reinkommen. Oder ob es halt wieder Solarifari wird. Aber da die Modifikation von mir ein bisschen umgeschraubt wurde, ein bisschen Einsatzfrequenz verändert wurde, denke ich schon, dass es wieder fetzt. Wir können uns ja mal die Winterkarte. Oh, da geht's schon wieder los hier. So, Rettungsdienst kommt von mir. Ich bräuchte bitte einmal bei der Synkope einen Notarzt. Ja, kommt. Wo ist denn der? Hier, alles klar. Die Polizei könnte mal gerade da die Straße absperren. Da ist gerade ein Streifenwagen. VU. Christoph ist noch nicht möglich, ne? Ich schau grad. Oh, Christoph kommt. Sehr cool. Wo lässt du den landen? Der ist momentan direkt vorne an der Kreuzung, wo die ganzen Rettungsdienstfahrzeuge stehen. Der landet mitten auf der Kreuzung? Ja. Dann machst du ja die Straße da dicht, genau. Oh, alles klar. Na, ah, die Fahrzeuge von der Feuerwehr könnten sich besser hinstellen. Dein NEF ist da. Mhm. Was gibt's?
Kannst du deine Notausgabe in RDW umsteigen lassen? Bitte? Ja, alles gut. So, NEF sitzt. Ich alarmiere schon mal die. Ah ne, Quatsch, da ist ja die Rettungswache direkt in der Ecke. Mit Sonderrechten bitte. Jo. Schickst jetzt den B-Pull-Bus zu der randalierenden Zivilperson. Ja, der ist dann ja in der Nähe. Jetzt gibt's auf die Fresse. Alle auf ihn, komm, alle! Nee. Hast du Abschlepper schon alarmiert? Nee, noch nicht. So, die ist nicht notratspflichtig, die auch nicht. Legends. Was denn? Du hast die BF1, richtig? Ja. Pack mal deine Feuerwehrleiter vom Krankenwagen weg. Hast du jetzt eben gerade die Trage eingeblockt oder was? Ja, hat er. Hubschrauber ist da. Sehr gut. Du müsstest dich bitte nochmal um die verletzte Person bei der Schlägerei kümmern. Mach ich gleich. VU hat gerade ein bisschen Priorität. Oder sagt mir Bescheid, wann sie rausgeschnitten ist. Ja, okay, jetzt. Jetzt, ja. Nein. Oh, bitte nicht. Wieder raus. Daniel, sag mir mal, wie ich die mein RTW da jetzt hinstellen soll. Wo? Ja, genau da. So, KT. Brandstiftung. Meierfarben. Ja, ich schicke zwei RTWs von außerhalb zur Bereitstellung. Ja, verstanden. GWA kommt. So. Die Person, die zuletzt rausgeschnitten wurde, mit dem... Ich behandle dir die Person hoch. Noch nicht mit dem Öl anfangen, Mensch. Legends, hast du alles verlernt oder wie? Ist er nicht der? Ah, Mist, oh, danke, du hast die Schranke schon aufgemacht, geil. Ich hab die falsche Person, rausgeholt. Wegen dem Motorrad. Wie wegen dem Motorrad? Ah. Leute. Und es ist zwar ein bisschen falsch platziert. Danny! Ja, ich bin dabei. Wird gemacht. Ist aus dem Weg. So, die Person lege ich dir mal doch zum Notarzt, zum Rettungsheli. Ich hole mir die andere Person. Hören. Kannst du nur direkt behandeln? Ich mach dir eben beim TLF die Schranke auf. Danke dir. So, alles klar, das ist abgearbeitet. Ist offen. Wer hat denn KTW? Du hast KTW, ne? Kannst du raushauen jetzt? Nein, nicht Schere holen. Du holst bitte Schlauch. Soll ich den GWA direkt auf das Gelände? Nein, bitte außerhalb lassen. Okay. Oh. Was war das denn? Ja, der hat sich gekloppt hier mit mir. Das war der Taschendieb oder was? Nein, der Brandstifter. So. So, das ja, passt. Gut, Feuer ist so gut wie aus. Anfahrende Kräfte können abbrechen. Wird umgehend durchgeführt. Kümmert sich einer um den KT bitte? Sind Rettungswagen zum Feuer alarmiert worden? Schau mal nochmal hin, bitte.
Ja. So, wie viele Verletzte brauchst du? Keine Ahnung. Zieh mal erstmal die Verletzten aus dem Gebäude raus. Einen Verletzten habe ich. Im Gebäude sind auch welche verletzt? Ich habe einen Verletzten. Vom Feuer ein Verletzter. Plus der Straftäter ist halt down. Sind es zwei Verletzte? Wir haben aber fünf. Eben. Aber fünf ist ja komplett in der Karte verteilt. So, ja. Einer gehört zum Rettungsheli, einer gehört zum KT, einer gehört da oben. Also sind da zwei Leute, alles klar. So, dem zum Rettungsziehen, bitte ziehen. Wo ist die Kack-BMA? Wo ist denn die BMA? Kannst du mir bitte die Person da erstmal hinlegen? Person liegt im Eingang. Warum? Oh mein Gott. Der TNA, alles klar. Wenn du den Rettungsdienst der Wache 1 haben willst, sagst du Bescheid, ne? Irgendwann. Falls du den brauchst. Von der Feuerwehr? Ja, ja, ja. Ja, ja, du kümmerst dich um dein Einsatzgebiet. So, da sich ja keiner um den KT kümmert, nehme ich jetzt selber mal Eigenhand. Ich kann mich nicht um den KT kümmern, ich habe exakt einen Rettungswagen. Es geht um die KT-Fahrzeuge. Und die, wer hat die Polizei? Dani. Ja, Dani, du. Ich wusste nicht, dass die hier... Nee, ich wusste nicht, dass die KTs beim... Hey, die sind bei der Pol 2. Ja, das wusste ich jetzt nicht. Echt nicht? Nee. Okay. Deswegen habe ich auch nicht drauf reagiert. Na gut. Ist egal, ich übernehme. Okay. Was gibt, wird umgehend durchgeführt. So, das passt, das passt. Das passt. Ich brauche Polbegleitung. Geht nach außerhalb aber. Nee, kann man auch so lassen. Mach mal Wald. BF2, wieder Schloss 2. So, Abfahrt. Daniel, du musst mit deinem Abschlepper gerade noch das eine Auto abschleppen. Ja. Wieso fährt ein Polizeiwagen da? Oh, warte mal, ich muss das ändern. Nochmal? Wo ist es? Warum fährt ein Polizeiwagen da jetzt rum? Warum hast du den auf Streife geschickt, Daniel? Ich hab den nicht auf Streife geschickt. Hey, was macht der? Der fährt dem unteren RTW hinterher. Das ist voll falsch. Also, dem da, glaube ich. Ja, aber da sitzt kein Verletzter drin. Ach so, dann habe ich das... verwechselt. Dann schickt dein Polizeiwagen darunter. Ja, dann ja, drückt den Polizeiwagen nochmal an, dann fährt er schneller runter. Bei mir ist die BMA nicht gelöst. Ja, das ist normal. Sie ist aus. Das ist völlig normal. So, alles klar, dann sitzt er gerade im Falschen. RTW kommt auch gerade. Ach, das ist eine Verwechslung gerade gewesen. Stier! Ja, bin unterwegs. Von der BF2, schick mir mal den RTW bitte dahin. Das übernehme ich. Kann sein, dass ich da eine Türöffnung gebrauchen kann beim letzten Einsatz. Das ist mein Einsatzgebiet. Ich alarmiere schon mal vorsorglich den Rüstwagen. Wissen Sie denn das LRF? Kale. Ja. Nennt, wie das nennen wir jetzt. Klaff. Klein. Oder Kev. Wie auch immer. Nee, Kev ist scheiße. Alarmlichtfahrzeug. Genau.
Ne, ich glaube nicht, dass du da einen Türfunk brauchst, aber ich habe ihn alarmiert. Glauben ist nicht wissen. So, ich habe deinen Bullen rausgeschmissen. Ne, der braucht auch Polbegleitung. Hä? Ja, ich verstehe die Welt nicht mehr. Ich habe alles richtig, ich habe alles richtig gemacht. So, warum, wo fährt dann Polizei? Ah, jetzt fährt er richtig. Ah, alles klar. Richtig buggy wieder gewesen. Ich habe mich auch gewundert. Ich weiß auch, dass ich den reingesetzt habe, sonst wäre der ja nicht weggefahren. So, jetzt erstmal kurz abchecken, ob du einen Notarzt überhaupt brauchst da oben. Gebäudebrand. Das ist wieder die Scheißstelle. Mhm. Ja, jetzt kannst du besser rangehen, denke ich mal, oder? FF-Wache 4 ist auch ein Notarzt? Ja, ne? Ja. Ist klar. Gut. So, aus. Wie sieht's aus mit Wald? Wald sieht so aus. 5 intensiv, 8 normal. Wald? Was? Waldkrankenhaus oder wo soll er hinfahren? Ich sag nicht nein. Also ja. Ich sag schon Bescheid, wenn ich das Ding mit dicht mache. So, okay, nicht notarztpflichtig. Das passt alles, das ist auch in Ordnung. Das auch. So, Klaff kann wieder weg, brauche ich nicht. Ja, mach ich gleich. Sehr gut. TNA übernehme ich. Aber von dir kommt alles, also hast du genug. Ja. Danke. Kein Problem. Mist, ich brauche ja auf jeden Fall auch den ELW. Die BMA. Den Klaff kannst du mal wegschicken. Mach ich gleich. Ich habe gerade was anderes, wo ich mich drum kümmern muss. Jo, bist definitiv notarztpflichtig. Es passt alles wieder, hier ist auch alles cool. VU? Oh, der böse VU, heilige Scheiße. Klar, Hale schicke ich von mir. Ja, es kommt auch ein HLF von mir, oder soll ich zwei schicken? Rettungskräfte so. Kommen von mir auch. Wir haben drei verunfallte PKW, gell? Drei? Also drei zwei. Das eine liegt nur nebendran. Steht nur nebendran. Ja, da kommt ein HLF von mir. So, Männers, jetzt ein bisschen auf engstem Raum arbeiten. Ich stelle meinen Rettungswagen da rein. Der Hauptverkehr ist eingestellt. Sehr gut. NA kann ich schon mal direkt hier irgendwie hinstellen, so. Machst du Einsatzleitung bei dem VU? Ich nicht. Ich schneide das Gelbe, du kannst das, oder? Welche müssen da geschnitten werden hier? Der zwei Fahrzeuge. Richtig. Ich muss mich ganz kurz noch um die BMA kümmern. BMA ist gerade echt uninteressant.
Ihr müsst ein bisschen priorisieren, was wichtiger ist im Moment. Meine Kräfte sind ja noch nicht mal eingetroffen. Achso, ja dann. So ein RTW. Schneid du den Bus, ich schneid den RTW. Ja, verstanden. Der Taschendieb sitzt fest. Der kommt da nicht wirklich raus. Wird mein ELW an der Einsatzstelle Verkehrsunfall benötigt? Ja, aber der steht ein bisschen im Weg. Bauen ja schon ab. Soll ich dir den Verletzten wegtragen oder direkt vor Ort behandeln? Ich mach das direkt vor Ort. Okay. Der Bus ist ja immer noch am Schneiden. Mhm. Welche Person ist schon raus? Okay, Person ist raus. RTW ist raus. Alles klar. Sehr gut, übernehme ich. Danke. Aber ist schon Feuer, wenn man hinten unterwegs, aber ja. So, alles klar, das haben wir. Okay, die Person in Rot, in Schwarz ist definitiv notarztpflichtig, alles klar. Wie sieht's mit dem aus? Den kann ich direkt mitnehmen, eintüten und mitnehmen. Zack. Nicht notarztpflichtig, notarztpflichtig, alles klar. Brauchst du Hilfe bei dem Feuer? Das weiß ich noch nicht. Mein HLF ist nämlich einsatzbereit. HLF BF. Ja, du kannst es als zusätzliche Absicherung dazu schicken, wenn du möchtest. Alles klar. Ach, dein Löschzug ist auch fertig, also brauchst du es eigentlich gar nicht, gell? Kannst du mir den Christoph dazu holen? Das sind am besten in der Post landen. Ja, kommt. Alles klar. Oh, Kacke. Deine Feuerwehrleute kippen um. Ja, ich merke das schon. Kannst du doch mich verstärken? Ja, B-Verfall. Ja. Ich habe halt nur das HLF, der Rest braucht zu lange. Ja, mein komplettes HLF ist gerade im Arsch, aber naja. Ja, dann mache ich Verteiler von meinem HLF aus. Ja, ich habe halt nur noch zwei Leute. Ja, genau. Dann passt das, ja. So, wo ist der nächste dran? So, eine verletzte Person nur noch beim VU. Erstmal Verteiler in diese Richtung. Wenn irgendwo RTWs benötigt, ja, hier, alles klar. Ja, irgendwo der Randale. Ist da jemand schon auf dem Weg? Ja, ne? Ja. Gut. Kannst du deine Jungs an den Verteiler schicken von mir? Sind unterwegs.
So. Pumpe auch noch einen zweiten RTW. Unten bei der Randale. Ja, verstanden. Aber ich habe nur Tank. Alle Hydranten sind weg. Alles gut. Willi ist da. Sehr gut. Leute, müsst euch jetzt nicht enttäuschen, aber wir müssen mal kurz eine neue Aufnahme starten. Also, machen wir mal kurz Pause. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich bin mit dem RTW, mit dem Rettungsdienst gerade richtig ins Rotieren gekommen. Ich bin einfach nur still gewesen gerade, habt ihr auch festgestellt. Wenn Profis am Arbeiten sind, ne? Einfach mal die Klappe halten. Nee, Spaß. Ja. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen da, aktiviert die Glocke und abonniert gerne meinen Kanal. Und ich wünsche auf jeden Fall euch noch einen schönen Sonntag. Also bis zur nächsten Folge. Tschüss. Ciao.